bleib stehen. Haben Sie gesehen? Besoffen, alle besoffen. Hey, 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 hey. Das aus! Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich. Bitte. Wo willst du hin, du Trottel? Pass over hier! Kommen Sie, meine Herren. Fertig. Und drei. Herzlich willkommen auf dem Gorille. Bitte gehen Sie ins Haus, meine Herrschaften. Wir gehen ins Haus. Und schließen Sie die Tür. Ja. Er hat eine lange Fahrt hinter sich. Ich wollte es allein tun. Und ich musste es allein tun. Ich musste erst Tatsachen schaffen. Und durch das, was ich tat und erreichte, das Wesen meiner Ansichten klar machen. Ich hätte auch in den höchsten Alpen ohne Feuer und Wasser angefangen. Wo sind die Kinder? Ich muss mich um die Kinder kümmern. Was sie leisten, tun sie für die helvetische Regierung. Es geht mir um die Kinder. Ich mache aus ihnen freie Menschen und mache sie mündig. Aber die Kinder haben auch Eltern. Und sie haben es mit katholischen Bauernschädeln zu tun. Und die sind härter als Granit. Wie viele sind tot? Wie viele sind heute noch am Leben? Das war ihre eigene Schuld. Ah, selbstverständlich. Die Schuld der Bauern. Die hungern. Und deshalb für ein Handgeld ihre Kinder den Adligen als Söldner verkaufen. Helfen Sie mir doch. Für ein Stück Brot. Ihr Verständnis wird Sie nicht beliebter machen. Niemand wird verstehen, was Sie hier tun. Niemand wird Ihnen vertrauen. Als Protestant werden Sie als Vertreter der verhassten Ordnung angesehen. Sie werden Hilfen, Köchinnen, Lehrer brauchen und Geld. Nein, ich will niemanden. Die behindern meine Arbeit. Ich kümmere mich um die Kinder. Die Kinder glaubten nicht so leicht an meine Liebe. Aber ich war überzeugt, mein Herz werde den Zustand meiner Kinder so schnell ändern, wie die Frühlingssonne den erstarrten Boden des Winters. Und ich irrte mich nicht. Ehe die Frühlingssonne den Schnee der Berge schmelzen ließ, erkannte man meine Kinder nicht wieder.
Komm. Komm zu mir her. Komm doch. Hab keine Angst. Du hast doch Hunger. Ich geb dir warme Suppe. Ein Stück Brot. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Lena! Lena! Lena, komm her. Du bist hier zum Arbeiten, oder nicht? Sortier endlich die Wäsche. Die Hemden kommen zu den Hemden. Die Hosen kommen zu den Hosen. Decken kommen zu den Decken. Die Schürzen kommen zu den... Kommt nur. Kommt. Hier. Eins. Zwei. Gib ihr den Löffel. Da an den... Nein, nein. Komm zurück.
Komm zurück, draußen ist es kalt. Die kommen wieder. Auf dem Felde werden wir Apfelbäume pflanzen. Und wenn wir den Most verkaufen, dann können hier wenigstens 100 Kinder leben. Apfelbäume. Kommt, kommt. Ihr friert doch. Kommt, kommt. Danke, dass du mich. Und morgen geht's den Läusen an den Kragen. Den Läusen. Hm? Gut. Nimm dir dort frische Kleider. Nimm welche, die groß genug sind. Die schützen besser vor Kälte. Ich kenne dich. Der kommt wieder, ganz sicher. Sag mir, wie du heißt. Vreneli. Vreneli. Mhm. Geh, lass dir Kleider geben, sonst wirst du krank. Mhm. Ah. Schau so. Willst du nicht? So hält man den Löffel. Der Mond täuscht uns nur mit seinem Glanz. Sein Gesicht zeigt er uns nie. Das kalt ist und dunkel. Sein Licht erhält er von der Sonne.
Die Sonne ist immer warm, weil sie selbst ein großes, helles Feuer ist. Und ich bin fast sicher, sie scheint morgen für uns. Und deckt euch gut zu, weil die Nacht kalt ist. Ich habe meinen Kindern unendlich wenig erklärt. Ich habe sie weder Moral noch Religion gelehrt. Ich ging darauf aus, sie zu Geschwistern zu machen. Herzlich willkommen. Und behilflich sein. Aber so bleiben Sie doch. Warten Sie, bis der Regen nachlässt. Und Sie gehen sich an. Was machen Sie? Ich bin schon unterwegs. Auf Wiedersehen. Pestalozzi mischt sich in alles rein. Wirklich in alles. Er macht die Justiz lächerlich, den Staat. Sehen Sie mal seine Augen. Diese Augen. Schau mal diese Unordentlichkeit. Schau, seine Kleider. Und so ein Mensch will Kinder erziehen. Schrecklich. Verzeihen Sie... Nein, 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 nein. Pardon, Sie sitzen an meinem Tisch. Ah, ich verstehe. Sie haben sich den Tisch von zu Hause mitgebracht. Aber ich bitte Sie, es hat Platz für alle. Darf ich vorstellen, Herr Johann Heinrich Pestalozzi, gewissermaßen ein Landsmann von Ihnen. Oder besser, ein Ehrenbürger der Französischen Revolution. Ihr Name ist mir bekannt. Und ich ziehe es vor, an einem anderen Tisch Platz zu suchen. Aber Monsieur... Ich verehre Ihre Bücher. Nein, 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 ich bin kein Schriftsteller. Ich habe immer nur geschrieben, um aus dem totalen Ruin herauszukommen. Eine regelmäßige Folge der praktischen Anwendung meiner Ideen. Danke sehr. Ein Royalist aus Fontainebleau. Stofffabrikant. Er behauptet, seine Fabriken verloren zu haben. Aber das Geld hat er, wie es Mode ist, längst bei uns in Sicherheit gebracht. Aus ihrem Beifall höre ich 30 Jahre Verachtung. Das soll er sein, der mit den wirren Haaren, mit dem stoßweisen Gang? Mein Anzug war ihnen immer wichtiger als meine Ansichten.
Nein, Anna, ich kann mich nicht mehr entschuldigen, kann mich nicht mehr verstecken. Ein Brief an Frau Mama, ein Brief an Herrn Papa und immer die Angst, einen Fehler zu machen, jedes Gespräch eine Prüfung, eine Demütigung. Ich werde beweisen, dass sich jedermann, auch der Ärmste, mit der Krabbwurzel ein ausreichendes Einkommen sichern kann, vorausgesetzt, dass er den Boden regelmäßig mit Mergel und Kalk aufbereitet. Mit dem Krabb färbt man die Seidenschals, mit denen die Damen sich schmücken. Krabb? Sagten sie Krabb. Wir werden unsere Tochter niemals einem Bauern zur Frau geben. Bitte, Menak, hilf mir. Er will mich heiraten. Und er verlangt eine Antwort von mir. Er will lieber meine Entscheidung, als in der Unsicherheit zu leben. Aber ich sterbe, Anna. Ihr liebt. Du wirst dich an ihn gewöhnen. Mit diesem Besessenen kann ich nicht leben. Er flieht seine Freunde. Er verbirgt sich hinter seinen Mauern. Er zerstört sich. Er ist so, weil er dich liebt. Aber ich liebe dich. Aber du wirst ihn heiraten, Anna. Ja. Aber ich werde dich nie vergessen. Das Kind gehört ins Haus, hier will ich ihn nicht sehen. Nimm ihn doch mal. Pack den Papa an der Nase. Blamier mich nicht. Bitte lass die Albernheiten, bitte, bitte. Seit 3 Tagen keine Sonne, Regen und Nebel. Meine Gäste werden schon ganz ungeduldig. In ihrem Flügel sind nur wenig Gäste. Sie werden ihre Ruhe finden. Keine Musik, kein Tanz. Wissen Sie, meine Kinder, am Anfang weinten sie Stunden um Stunden um Stunden um Stunden. Waren Sie schon mal mit 60 Kindern zusammen? Und das Tag und Nacht? Und auf einmal keine Träne mehr, kein Weinen. Ich hatte diesen schrillen Ton vergessen. Ich wollte Ihnen eine Freude machen. Ich weiß, wie gern Sie schreiben. Ich erwache, abermals aus meinem Traum. Ich sehe abermals, mein Werk zernichtet, alle Kraft verschwendet. Freund. So schwach, so unglücklich mein Versuch war. Prüft alles, behaltet das Gute. Eis.
Eisblumen. Brrr. Komm, schau sie dir an. Schau, sie sind wie die Menschen. Sie kommen und gehen. Aber keine ist wie die andere. Eis. Hierher, Katrin. Kommt her. Nicht. Und warum das? Kinder zusammen. Ja, wenn sie einem ständig davonrennen, die. Halten Sie! Geht. Geht ins Haus. Ja, geht, ja. Geht. Er wird sich noch wundern. Meine Schuld. Geht hinein zu den anderen. Katrin, Vreneli, Jakob, binde diese Kinder los. Kommt, macht schon, schnell. Und ihr setzt euch an den Tisch da. Esst, schnell. Zieh deine Hände raus, Kinderfessel. Ihr seid doch keine Bestien. Geht. Gebt ihnen zu essen. Sie müssen schnell etwas essen. Gut. Schön. Und du, hast du keinen Hunger? Du musst etwas essen, Is. So macht man das. Gut. Kommt, setzt euch. Hier ist Platz für alle. Kommt, Katrin Vreneli holt noch Teller in der Küche und den Rest der Suppe. Kommt. Kommt, ja, danke, dass ihr sie gebracht habt. Danke. Sie wollen ein Entgelt für ihre Kinder, die sie hier lassen. Wie, was? Ich soll sie bezahlen, weil ich sie aufnehme? Der Büttel hat es ihnen versprochen. Aber ich habe nichts. Ich sorge für die Kinder. Die Nonnen sollen ihnen was geben. Geht schnell weg. Komm, geht schnell. Ich kann hier niemanden brauchen. Die Kinder sind hier gut aufgehoben. Nein. Was ist? Was bedeutet das? Was soll das? Was ist das? Lass los! Einen Moment. Willst du mit ihr mit betteln gehen? Oder bei den Kindern bleiben? Ah, du willst bei den Kindern bleiben. Also. Komm. Nein.
Fall nicht. Nein! Das genügt. Wo ist meine Hand? Wo ist meine Hand? Wo ist meine Hand? Zünder? Bitte? Kommen Sie doch bitte mit in den Speisesaal. Schön, dass Sie den Speisesaal gefunden haben. Entschuldigen Sie. Es ist nicht für mich. Für die Kinder. Mit ein wenig Käse und Wein schmeckt es noch besser. Ich habe das Zimmer über Ihnen räumen lassen. Dieses Kindergeschrei muss für Sie eine Qual gewesen sein. Das ist wahr, aber ich werde mich wohl nie dran gewöhnen. Sie sollten jeden Tag eine halbe Stunde in unserer Waldluft verbringen. Ich empfehle den Weg zur Stockbrunnenquelle. Das Wasser erteilende Substanzen. Man sagt sogar, es helfe gegen Trübsinn. Ich verstehe nicht, warum Sie sich so viel Mühe mit mir geben. Guten Tag. Guten Tag, Herr Zehender. Da geht er. Sie dürfen ihm auf keinen Fall sagen, dass Sie seinetwegen gekommen sind. Je eher ich ihn untersuchen kann, desto schneller wissen wir Bescheid. Ich weiß nicht, wie wir ihn dazu kriegen. Ich grüße Sie, gnädige Frau. Finger weg! Maury, lass das. Das ist kein Spielzeug. Pardon. Entschuldigen Sie bitte. Komm, du brauchst dich nicht zu schämen. So sieht ein alter Mann aus. Willst du einmal heiraten und Kinder haben? Vielleicht. Kannst du lesen und schreiben? Ein wenig. Und möchtest du es lernen? Das ist nichts für mich. Hat man dir eingeredet, du wärest zu dumm dazu? Das bin ich auch. Komm, komm, lass das bleiben. Komm, setz dich her zu mir. Komm. Komm. Setz dich. Gib mir deine Hand. Löschen wir das A und schreiben U. Hund. Und jetzt löschen wir alles. Dass es so einfach weggeht. Die Schiefertafel. Das Einzige, was die Leute in 100 Jahren noch von Pestalozzi wissen. Man sagt, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen soll.
Was sagt man noch so von mir? Man sagt, sie würden fremde Kinder erziehen, aber ihr eigener Sohn wäre drüber krank geworden. Ich habe kalte Füße, massiere mir die Füße. Das habe ich noch nie gemacht. Was ist schon dabei? Hast du deine Füße noch nie warm gerieben, wenn sie kalt waren? Meine schon. Dann mach's, hab keine Angst. Es ist wahr, für meinen Sohn konnte ich gar nichts tun. Du sagst das Gleiche, was Anna gesagt hat. Ich mache alles nur falsch. Ja? Sie auch? Ja. Weiter, jeden Tag ein Stück weiter. Ich ließ Jacques keine Ruhe. Vielleicht habe ich es mit ihm übertrieben. Warum habe ich die Torheit getan und ihn drei sagen lassen, bevor er wusste, was zwei ist? Was ist tot, fragte ich ihn. Und das Wasser, ist es tot? Buchstabiert tot. Es war ihm langweilig zu buchstabieren. Ich ließ ihm keine Wahl, buchstabieren oder du wirst eingesperrt. Erst nach dem dritten Arrest wurde er geduldig. Er war nie gesund. Er hustete in der Nacht, hatte Schmerzen im Bauch, krümmte sich. So verloren wir viele Tage, schnitten mit der Schere papierne Figuren aus. Mit 11 Jahren konnte er noch nicht lesen und schreiben. Die Schonung während der Krankheit hatte Folgen. Seine Willkür wurde stärker, Geschrei, Stampfen, Verzerrung seines Gesichts. Er weinte. Ich nahm den Spiegel. Wie immer wollte er fliehen, um sich zu verbergen. Ich hielt ihn fest, zeigte ihm sein Gesicht. Ich habe von Jacques Tod geträumt, aber ich konnte nicht weinen. Diese Nacht kommst du zu mir. Hast du gehört, Mädel?
Zehnter. Oh. Hat er sich schon umgezogen? Der Rock ist nicht neu, aber immer noch besser als seiner. Und er soll mal sein Zimmer raus. Er öffnet nicht. Ja, das kann auf keinen Fall so weitergehen. Ist damit einverstanden, dass ich das ABC lerne. Am liebsten hätte er es im Speisesaal vor allen Gästen. Nein, ich will nicht. Sie wollen mich nur ausstellen. Meine Gäste wollen den berühmten Mann auch mal bewundern können. Sie sind nur neidisch. Jetzt zieht er sich gleich wieder aus. Oh. Nein, schließlich bekommt er nicht gerade oft irgendetwas geschenkt. Ja. Herr und Frau Dr. Hofstetter würden sich freuen, wenn Sie sich an Ihren Tisch setzen würden. Ich habe über Ihren Roman Gertrud und Ihre Kinder... Gertrud und Lina. Linhard und Gertrud. Linhard und Gertrud. Haben Sie zum Weinen gebracht, ich weiß. Was stört Sie daran? Ich habe ihn sonst noch nie weinen gesehen. Meine Dame, ich habe dieses Buch geschrieben, um Anhänger für meine Sache zu gewinnen, nicht für eine weinerliche Lesergemeinde. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Herr Pestalozzi? Versteht es jederzeit und jedermann zu provozieren. Das wird sich spätestens ändern, wenn er helvetischer Erziehungsminister geworden ist. Nein, Minister. Was ich will, ist eine Armenschule. Ich will eine Dorfschule. Ein geborener Solist will doch nicht in der Dorfmusik spielen. Die Kinder müssen zuerst einmal sprechen lernen. Sprechen lernen, begreifen Sie! Die Kinder, mit denen ich bisher zu tun hatte, diese Kinder haben nicht einmal gewusst, dass sie Menschen sind. Und bei dieser Arbeit haben Sie Ihre eigene Gesundheit ruiniert. Sie sind Doktor, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, darf ich? Sie werden sicher nicht krank, wenn Sie Ihre Patienten kurieren. Durch geschicktes Verhalten kann man sich schützen. Ich bin wahrscheinlich... eben nicht geschickt genug für sowas. Na? Was habe ich gesagt? Er zieht sich aus. Die fühlen sich wohl, fressen und saufen wie die Schweine. Während da draußen der Krieg tobt, Hunger und Misere herrschen. Kann ich etwas für Sie tun? Herr Dr. Hofstetter ist zufällig hier im Haus. Ach ja, deshalb bietet er mir wohl auch zufällig seine Dienste an. Nein, ich habe nur ein wenig Hafergrütze verlangt. Zu mir. Dieser Mann hier, der uns besucht, ist Herr Zschokke. Er ist ein wichtiger Mann in der Municipalität. Ja, komm. Setzt euch alle. Los. Ich schaue es der Natur ab. Jedes Kind bildet, kaum ist es auf die Welt gekommen, bildet Laute, setzt sie zusammen, stellt sie um, spielt mit ihnen. Bis es sie versteht. Corinne.
Quatsch! Jakob! Weiß! Irin! Weiß! Hopp! Pablo! Schwarz! Tja, schön. Aber viel haben Sie nicht gelernt. Also, ich habe fast den Eindruck, dass Herr Zschokke mit uns nicht zufrieden ist. Würden Sie vielleicht erlauben, dass die Kinder mit Ihnen ein kleines Spiel spielen? Ja, jetzt bitte, bitte. Welche Farbe hat der Rock von Herrn Zschokke? Schwarz! Wenn euch einfällt, wie man es machen kann, dann versucht mal aus Schwarz-Weiß zu machen. Ja! Ja! Kommt her, kommt her. Entschuldigen Sie, ich meine Cola. Bitte, kommt! Bitte, Kinder, hört auf! Pestalozzi, bitte! Gut, 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 gut. Setzt euch wieder hin. Zschokke, das ist viel mehr als ein Spiel. Schauen Sie, diese Kinder müssen lernen zu fühlen. Mit den Ohren wollen sie hören, mit den Augen wollen sie sehen und mit dem Kopf müssen sie... Ja, ja. Müssen sie denken. Das Auge will hören, Pestalozzi. Und das Ohr will sehen und der Kopf will denken. Treten Sie ein. Die kranken Kinder, von denen man im Dorf spricht. Sie ein wenig bleiben, die Kinder wissen das zu schätzen. Die sterben Ihnen doch unter den Händen weg. Kommen Sie nur, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie sich anstecken. Das ist Faulfieber. Ach, ja, 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 Sie haben recht, Zschokke, das ist es. Faulfieber. Sehen Sie... Schauen Sie mal. Bei ihm sind es rote Flecke, bei ihm sind es Punkte. Sehen Sie? Werden wir alle sterben? Nein, nein, nein. Bis jetzt, Katrin. Bis jetzt ist keines gestorben. Wir pflegen sie. Wir pflegen sie, bis jedes wieder gesund ist. Die Stanser wollen ihre Kinder. Sie suchen Zschokke. Bleib doch. Ja, 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 redet mit ihm. Zschokke soll wissen. Sie sind alle krank. Was ist los? Ich will sie zurück. Nein, 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 nein. Sie verlangt von ihrem Kind, dass es bettet. Geben Sie ihr was, dann ist sie zufrieden. Nein, weg. Dann hol ich sie halt. Sehen Sie, Zschokke? Sehen Sie! Sehen Sie! Sophie! Was ist das? Sophie! Was für Menschen das sind! Niemand geht von hier weg! Kein Kind geht von hier weg! Ihr bleibt alle hier, bis wir uns einig sind! Maria! Ihr könnt ihm den Pestalozzi, was haben Sie gemacht? Du kannst ihr, dass nicht! Ihr bist? Komm, mit dem sind wir fertig! Öffnen Sie die Tür! Sie zerstören meine ganze Arbeit! Mehr. Fragen Sie die Kinder, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Sie können niemanden zwingen, sein Kind hier zu lassen. Ihnen würden Sie glauben. Zschokke. Komm, Pestalozzi, Lotzi, lassen Sie die Leute durch. Raus jetzt.
aus den Speilingen Salz auf den Schwanz streuen, um sie zu fangen. Hey, Elias und Irin kommen zurück. Sind gewiss. Die Ersten, die zurückkommen. Die anderen, die kommen auch noch. Ich unternehme die Verwirklichung einer der größten Ideen der Zeit. Jahre lebte ich in Moder und Kot versunken, dem Tod nahe. Aber so vollständig das Misslingen meiner Versuche war, so gab es immer einen Teil, der mich weiterführte. Anna, ich kann deinen ewigen Unglauben nicht ertragen. Ich stand unter ihnen als ein Geschöpf der neuen verhassten Ordnung. Die Menschen waren erbittert gegen die Regierung und hielten selbst ihre Hilfe für verdächtig. Diese Leute hatten noch nie einen Reformierten in ihrer Mitte gesehen. Man sah mich als einen Ketzer an, der das Seelenheil ihrer Kinder in Gefahr bringe. Sie lachten und sie weinten mit mir. Wenn es bitterkalt war, dann schlief ich mitten unter ihnen. Hier, wir haben dieselbe Suppe gegessen und auch dasselbe Brot. Das steht da alles da? Ja, aber nicht brauchbar. Ich schreibe noch einmal, werfe es wieder weg. Manchmal klebe ich Papierfetzen auf die Wörter und suche mir was Passendes raus. Das mache ich so lange, bis es mir gelungen ist, etwas zusammenzustellen, was meine wahren Gedanken vermittelt. Aber manchmal gelingt mir nicht eine einzige Zeile. Das werde ich nie können. Aber so etwas musst du auch nicht können. Sieh einmal, das hier habe ich für dich vorbereitet. Thank you.
dachte, das wird stinken. Meine Herrschaften, tanzen wir doch weiter. Musik! Es geht los. Dass sie solchen Blödsinn dulden. Ich bitte dich, beherrsch dich. Aber, Monsieur, was liegt schon an einer Perücke? Es ist doch alles Ach nur ja? Spaß. Ich finde, irgendwo hört der Spaß auf. Sie nehmen das alles viel zu ernst, Monsieur Perrault. Ich habe meine Werte, Sie haben die Ihren. Ich rate Ihnen, die Perücken wieder aufzusetzen. Die Kaiserlichen haben Zürich besetzt und die Franzosen befinden sich auf dem Rückzug. Woher wissen Sie das? Fragen Sie ihn. Musik. Musik. Vive le roi. Vive. Selbstverständlich werde ich Ihnen die Perücke ersetzen. Bitte, bitte, meine Herrschaften, tanzen wir doch weiter. Bitte. Ja, ja. Tanzen Sie doch, tanzen Sie. Nur der Wein, er ist mir in den Kopf gestiegen. Wissen Sie zufällig, wo ich wohne? Mein Zimmer ist verschwunden. Mir helfen. Ich brauche sie. Anna, ich wusste, dass du eines Tages hier bist. Ich kann nicht kommen. Jacques braucht mich. Er ist todkrank. Die Kraft, die mir noch geblieben ist, den muss ich ihm geben. Meine Kraft wächst mit diesen Kindern. Du kannst mich nicht verstehen. Du bist zu gut zu den anderen.
mit allen anderen. Darüber vergisst du uns. Ja, ich habe meine Gründe. Aber ich bin erst am Anfang. Ich werde wieder schreiben, damit du zu Geld kommst. Ich brauche einfach noch ein wenig Zeit. Ich habe keine Kraft mehr zu warten. Hier mache ich endlich wahr, was ich seit 30 Jahren wollte. Begreifst du das? Die Kinder lieben dich. Du bist wie sie. Ich will dir alle meine Fehler sagen. Ich bin ein hässlicher Mann. Und zudem wasche ich mich selten. Was noch? Ich bin in allen geschäftlichen und praktischen Dingen der unfähigste Mensch auf Erden. Das weiß ich. Was noch? Und das musst du noch wissen. Ich werde meine Ideale immer höher stellen als meine Pflichten als Ehemann und Vater. Was noch? Nichts. Das alles sagt dir der zärtlichste Mann, den du finden kannst. Hast du nichts vergessen? Nein. Ich glaube nicht. Du hast mich allein gelassen. Madame, ist es unabänderlich, dass Sie abreisen? Ja, ja, wir reisen ab. Schade. Perrault findet Pestalozzi unerträglich. Ich mag ihn. Er verachtet uns alle. Er liebt Kinder. Er liebt vielleicht Kinder. Und sich selbst. Er ist krank, ich möchte ihm helfen. Sie sind verletzt und jetzt verurteilen Sie ihn. Mag sein. Ich dachte, ich hätte die Ursache Ihrer Verstimmung. Sparen Sie sich Ihre Erklärung. Servieren Sie heute Nachmittag auf meine Kosten Champagner. Tja. Neue Zeiten, neue Kutscher. Wie steht's in Zürich? Leicht, Herr Paragi. Sie bleiben auch nicht lange auf Ihrem Dock, da bin ich sicher. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn Sie wiederkommen. Oh, alle ab! Ich werde mir Ihre neuen Bücher kaufen. Diese Nacht bin ich im Traum über diese Landschaft geflogen. Wobei ich niemals fürchtete, abzustürzen. Unter mir sah ich einen schwindelnd hohen Berggipfel. Und dann flog ich höher, höher, höher und höher, bis mich nur noch Licht umgab. Bevor Sie fliegen lernen, werde ich Ihnen das Wandern beibringen. Das Wasser enthält Magnesium und Natrium. Die Stockbrunnenquelle. Warten Sie einen Augenblick. Ich bin gleich wieder zurück. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte. Heute ist es etwas bedeckt. Ich würde Ihnen am liebsten Gesellschaft leisten. Ach, aber ich habe zu tun. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Trinken Sie. Die Heilkraft des Wassers können Sie für Ihre Gesundheit brauchen. Wir haben vor allem Erfolge bei Gichtbrüchigen und Magenkranken. Und das wirkt auch gegen Melancholie. Und wie Sie selbst merken, damit kommen Sie jeden Berg hinauf. Luft. Ich brauche Luft. Hören Sie, Zehender. Zehender. Schauen Sie. Ich will nicht weiter. Wir sind gleich oben. Nein, ich will nicht. Wir wollen sofort umkehren. Ruhig, ruhig. Nein, ruhig. Nein. Tief atmen. Nein, ich bin krank. Gleich geschafft. Nein, ich bin krank.
Wenn ich sterbe, ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich. Wovon reden Sie? Frische Luft ist gesund. Sagen Sie mir wenigstens, wo wir sind. Ich will Ihnen unsere schönen Berge zeigen. Schauen Sie, das herrliche Panorama. Es interessiert mich einen Dreck, Ihr Panorama. Wenn Sie den Weg nicht verlassen, finden Sie leicht zum Kurhaus zurück. Also gut, dann reise ich heute selbstverständlich noch ab. Dann reisen Sie ab. Morgens, wenn ich erwache, denke ich an Pestalozzi. Wenn ich zu Bett gehe, denke ich an Pestalozzi. Was will er? Was will er von mir? Wenn ich esse, wenn ich trinke, wenn ich atme, denke ich an Pestalozzi. Das genügt mir. Soll er doch abreißen. Soll er doch abreißen. Bevor der Einzige ist, der es im Blumen ausgeht. Soll er abreißen. Sehr schön. Und jetzt? Suche ein Wort, das anfängt mit Mu. Keines. Wieso fällt dir kein Wort ein, das anfängt mit Mu? Du kennst mindestens 20 Wörter, die beginnen mit Mu. Also gut. Mi. Mu. Ni. No. Ma. Mu. Nu. Na. Seit 2 Wochen machen wir jeden Tag das Gleiche. Und wenn du am Tag danach zu mir kommst, hast du alles schon wieder vergessen. Sag mir, was macht die Kuh? Milch. Also gut. Schneid Milch. Schreibe Mu. Deine Kuh gibt also Mulch. Mulch? Und sie macht Mi. Mulch und Mi. Schreibe Milch. Diese Buchstaben bedeuten nichts. Was soll das wieder heißen? Das ist mein Bruder, der Michu. Michu? Hm? Dein Bruder ist das. Wir lernen, was ich sage, nicht was du willst. Schnell! Komm, 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 komm! Und du, bleibst hier stehen. Alle aufstellen. Bleib beisammen. Hierher, du da hinten, komm. Hierher. Lars, Katrin. Kommt schon, beeilt euch, beeilt euch! Kommt endlich, kommt endlich, kommt endlich! So, sind alle da? Seid ihr jetzt fertig? Eins, zwei, drei, los, wir marschieren!
Also, das geht. Gehen wir weiter jetzt. Gehen wir weiter. Komm. Seht ihr? Die Jesuitenkirche von Luzern. Kommt jetzt mit und bleibt eng beieinander. Einer dicht beim anderen und schaut, dass niemand stehen bleibt. Ist das nicht der Ketzer mit seinem Gesinde? Warte, gleich gibt es Streit. Ja. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Bin ich nichts gar? Schlag ihn. Schlag ihn. Schnell davon hier. Nochmal. Hör auf. Das Gesinde. Was habe ich dir getan? Kein Geld. Was habe ich dir getan? Was willst du? Angst. Kinder, geh durch. Was willst du? Lass die Kinder, durch. Geh, geh durch. Lass die. Die Kinder! Was haben die euch getan? Lass die Kinder durch. Hört endlich auf! Lass die Kinder in Ruhe! Lass mich! Lass das. Geht weg. Geht weg. Der Erziehungsminister ist Ihnen... Schrecklich, Pestalozzi, wie das Volk sich benommen hat. Sie müssen wissen, hier sind Sie willkommen. Lassen Sie doch die Kinder nicht warten. Es greift zu. Ihr seid unsere Gäste. Was ist? Sagen Sie zu. Zu was? Zum Erziehungsminister. Stimmt das Gerücht? Die Regierung will in meiner Schule ein Lazarett einrichten. Für die französischen Truppen. Wenn Sie in der Regierung sind, entscheiden Sie das selber. Wissen Sie noch, was Sie im November zu mir sagten? Was Sie tun, machen Sie für die helvetische Regierung. Und jetzt, wo Ihre Rechnung nicht aufgeht, jetzt will man mich und die Kinder loswerden. Lieber Pestalozzi, wir lieben Sie alle. Warum muss ein so großer Mann so ein Querkopf sein? Hinter diesen Türen entscheidet sich das Schicksal unseres Landes. Und das Land besteht nicht nur aus Ihnen und Ihren Kindern.
Wir haben Ihnen Geld gegeben. Und was haben Sie gemacht? Sie haben schon nichts mehr. Hier sehen Sie, meine Kinder. Urteilen Sie selbst, ob ich Geld, Ihr Geld verschwendet habe. Pestalozzi, was helfen uns 60 Kinder? Wenn die Franzosen gehen, wird der Krieg niemanden schonen. Von diesem Mann wird die Menschheit eins sagen, alles für andere, für sich nichts. Hören Sie, Staffler, Tucke will mir keine Antwort geben. Sie haben mich nie gelogen. Reizt. Antworten Sie mir ehrlich. Jocke weicht mir aus. Lassen Sie mich nun weiterarbeiten oder nicht? Wenn Ihr Projekt scheitert, sind wir alle gescheitert. Eine hohe Auszeichnung ist Ihnen verliehen worden. Die höchste der Republik. Ja, eine Auszeichnung. Komm, komm, Kinder, komm. Wir wollen zeigen, was wir für Sie gelernt haben. Komm. Entschuldigen Sie, dass ich... Ich fühle mich nicht gut, mein Magen knurrt und brennt. Kommen Sie nur. Ich finde keinen Schlaf. Setzen Sie sich. Jedes Kind rührt Sie zu Tränen. Aber mit dem eigenen Körper gehen Sie um wie mit einem Stück Holz. Sie kennen mich nicht. Hol ihm Suppe. Die wird Ihnen gut tun. Kartoffelsuppe. Stechapfel. Brechwurzeln. Und Fliegenpilz. Stechapfel und Brechwurzeln für Ihr unruhiges Herz. Gegen Kopfweh und Gliederschmerzen. Seltsam, dass Gott die Heilung manchmal im Gift verborgen hat. Und das Beste hält er unterm Boden versteckt. Mit der Kartoffel und der Elementarbildung wäre die furchtbare Armut zu überwinden. Aber die Kartoffel wird von den Bauern verachtet. Wenn einer lesen und schreiben kann, wird er keine Kartoffeln mehr pflanzen. Schläft Ihr Kind hier in der Küche, in dieser feuchten Luft? Es gibt einen Gast hier im Haus, der keine Kinder verträgt. Joa.
Dass man ihnen ihr Zimmer wegnimmt, habe ich nicht gewollt. Du wirst entweder im Spital oder im Narrenhaus enden. Ich wollte es ihnen beweisen. Sie hatten recht, ich bin kein Bauer. Erst Krabb, dann Flachs. Was immer ich in die Erde hineingab, es brachte mir nichts als Schulden. Ich konnte all die hungrigen Mäuler nicht füttern. Statt den Armen zu helfen, habe ich nur Annas Erbschaft durchgebracht. Ich werde Flachs pflanzen, der ist unempfindlich gegen Kälte. Krabb erträgt den Frost nicht. Und zahle alles zurück. Anna und Jack kommen mit mir. Die anderen musst du wegschicken. Wie willst du die alle füttern, wenn es nicht einmal für euch reicht? Ein Haus ohne Land ist nichts wert. Niemand hungert. Anna, bitte sag es ihm. Haben wir nicht alles, was wir brauchen? Haben wir nicht Kerzen? Haben wir nicht Wäsche? Haben wir nicht Leintücher? Ja, aber es reicht nur für uns. So, haben wir nicht noch Mehl? Haben wir nicht noch Kartoffeln? Haben wir nicht noch Getreide? Und wir haben noch 30 Pfund Zucker. Davon könnt ihr nicht leben. Anna kann gehen, wenn sie will. Jack bleibt bei mir. Mädchen wird schwanger und dann eines Tages Mutter. Sie freut sich auf das Kind. Kind. Aber er will von einem Kind nichts wissen. Und die Ordnung. Die heute herrscht, gibt dem Mann recht. Das arme Mädchen. Sie kann nicht überleben. Sie kann ihr Kind nicht ernähren. Sie stellt sich gegen die Ordnung. Und Mord schreibt Mord. Mein M. Was hast du jetzt geschrieben? Und sie wird eine? Kindsmörderin. In deinem Leben kann dir das auch geschehen. Und viele andere Sachen. Aber wenn du alles lesen und schreiben kannst, kannst du dich auch verteidigen. Sei nah, es bleibt wenig zu hoffen, dass es jemals wieder besser wird. Jacques Krankheit dauert, bis sie zum Tod führen wird.
in der Finsternis. Estorazzi! Oh! Ja! Ich habe ihn gefunden! Wo? Ja! Hier liegt er. Was hat er? Schaut nach. Was hat er? Gott sei Dank. Man muss ihn zudecken. Lassen Sie uns bitte durch. Herr Hofstetter, Sie kümmern sich um ihn. Ja. Mhm. Einen Schluck zum Aufwärmen. Danke. Er braucht ein warmes Bad. Ich auch. Ganz leise. Gehen Sie mir bitte Ihre Hand. Er muss jetzt raus. Er ist hier schon ganz durchgeweicht. Seite gelähmt, die Beine wie abgeschlagen, der Körper in einem endlosen Krampf verkrümmt, Schreie, die keinen Laut bilden. Nur Schaum vor dem Mund. Ich habe deine Krankheit endlich als einen Teil von mir selbst erkannt. Vielleicht werden wir nur durch unsere Leiden dazu gebracht, unsere wahren Seelen zu suchen. Seien Sie froh. Darf ich Sie etwas fragen? Hören Sie. Stimmt es, Sie unterrichten Mädel? Warum nicht? Das ist nichts Besonderes. Ah, es ist also wahr. Sie lehren sie das Lesen und Schreiben. Jawohl, ich lehre sie Lesen und Schreiben. Und wie weit hat sie es bisher gebracht? Nun, das fragen Sie doch besser Mädel selbst. Das nächtliche Bad hat Ihnen gut getan. Sie sind blendend draußen. Sie machen sich über mich lustig. Niemand macht sich lustig über Sie. Im Gegenteil. Doch, doch. Meine Gäste möchten mehr über Ihre Arbeit erfahren. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bitte, setzen Sie sich zu uns. Hören Sie, ich möchte mit Ihnen ein Experiment machen. Was für ein Experiment? Sie kennen doch bestimmt die physiognomischen Forschungen Ihres Freundes Lavater. Aber ja, machen wir das zusammen. Ist das Ihr Schlüssel?
Sehe ich so aus? An den Abmessungen des Schädels lässt sich der Charakter bestimmen. Es gibt Menschen, die haben zwar ein kleines Hirn, aber sie haben ein großes Herz. 13, 14 und 13. 14. Wieder 13. Stirnlinie widerspricht Lavater. Das verstehe ich nicht. Ja, was kann ich da machen? Ich? Ja, ich. Verehrte Gäste, Sie werden also Zeuge eines welthistorischen Ereignisses sein. Denn sogar in Gurnigelbad findet gelegentlich Weltgeschichte statt. Es mag durchaus sein, dass Ihnen der eine oder der andere Buchstabe fremd ist. Mir auch. Bitte scheuen Sie sich nicht, Herrn Pestalozzi zu fragen. Bitte, mein Freund. Ich glaube, ich bin noch aufgeregter als die wichtigste Person des heutigen Abends. Unsere Magdalena. Und unseren Solisten, Herrn Dachsenhofer. Ah ja, da fällt mir noch eine taufrische Neuigkeit ein. Unser Freund, der Johann Heinrich Pestalozzi, wird, sobald seine Kräfte es zulassen, eine neue Aufgabe übernehmen. Institutsvorsteher in Burgdorf. Nein, das ist nicht gerade stimmt. Ich habe schon seit langem kein Buch mehr gelesen. Ich habe selber viel Mühe beim Schreiben und Lesen. Das Lernen beginnt nicht mit dem ABC. Aber die Kinder müssen erst das natürliche Sprechen lernen. Und man hat sie mir genommen, meine Kinder. Das wollte ich Ihnen sagen. Herr Pestalozzi hat mich das gelehrt und ich habe es aufgeschrieben. Die Marie sagt zu Elsie, unsere Welt ist die beste. Elsie sagt, das kann ich nicht glauben. So lange, so viele Leute so elend leben. Die Marie sagt, der liebe Gott konnte die Welt nicht besser
machen. Wir Menschen müssen das selber tun. Wo ist Pestalozzi? Wo ist Pestalozzi? Du wirst entweder im Spital oder im Narrenhaus enden. Man muss den Boden regelmäßig mit Mergel und Kalk aufbereiten. Ihr werdet es sehen. Mit der Kartoffel werden wir die Armut ausrotten. Mit der Kartoffel und der Elementarbildung. Welch ein Unglück für uns, dass keine Wege aus diesem mageren Tal hinausführen. So jammerten die Kühe und Schafe in einem elenden Bergtale. Ein Reh, das ihr Klagen hörte, sagte, es gibt sie. Aber der Hirt und der Metzger werden sie euch nicht zeigen. Die Wege, die euch hinausführen. Um sie jedoch selber zu finden, muss man weder ein Schaf noch eine Kuh sein. Wann kommen Sie? Schon morgen. Müssen wir dann von hier fortgehen? Nein, nein, wir gehen nicht von hier weg. Adrian, erzählst du deine Geschichte? Ach ja? Du hast deine Geschichte erfunden? Dann erzählst du sie uns. Ein Meister sagt zum Knecht, warum stehst du nicht auf, wenn der Hahn kräht? Da sagt der Knecht, ich will noch einen Moment ein Mensch bleiben, bevor ich schuften muss wie ein Esel. Wo hast du sie gefunden, diese Geschichte? In deinem Buch. Aber ich habe sie gelernt. Allez, ouvrez la porte. Allez, laissez-le passer. Wir brauchen Räume für ein Lazarett. Die Franzosen sind geschlagen. Unsere Regierung wird sich nicht halten können. Pestalozzi, zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Wir führen keinen Krieg gegen Kinder. Kommt! Allez, entrez tous. Kommt! Kommt rein! Wo sind die Blessés? Du bon? Voilà, Kinder, Allez, on arrive.
müssen laufen. Geht vom Wagen runter. Und ihr auch. Ihr geht zu Fuß. So, geht. Und du, komm her. Hopp. Hopp. Keiner bleibt zurück. Bleibt beisammen. Die ganze Revolution als eine einfache Folge der verwahrlosten Menschennatur an. Ihr Scheitern notwendig zu dem Zweck, die Menschen auf ihre wesentlichen Angelegenheiten zurückzulenken. Der Traum, aus den Menschen durch Politik etwas zu machen, ist mir verschwunden. Meine einzige Politik ist es, aus den Menschen etwas zu machen. Grüß Gott. Nur wenige Menschen verstehen die Sprache der niederen Kreatur. Drüben gab es noch wie Ionitz reden. Was sagst du?